Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem Wesh-Spezial. Also ihr wisst ja, wir haben Abdeslamad nach Marokko geschickt. Dort hat er natürlich nicht nur ein Video gedreht, sondern wir haben direkt versucht, mehrere Sachen zu machen. Und das hat er auch. Wir haben zusammen mit der Tuisa-Stiftung, die Tuisa-Stiftung müsstet ihr kennen, mit denen haben wir das Krankenwagenprojekt letztes Jahr gemacht. Die 4 Krankenwagen, die wir nach Marokko gebracht haben. Und die haben vor Ort einen Waisenhort. Ein Waisenhort mit etwa 50 Waisen und Halbwaisen. Und mit diesen Kindern ist Abdeslamad ins Zenit, das ist ein Restaurant, ins Zenit gefahren. Und dort hat er einen wundervollen Tag mit denen verbracht, Pizza gemacht, Burger gemacht. Ihr werdet das gleich alles sehen. Nur vorher ganz kurz eine Sache, und zwar, ihr könnt die Tuisa-Stiftung unterstützen, beziehungsweise deren Projekte. Sie haben nicht nur das Projekt, sie haben sehr, sehr viele Projekte. Waren jetzt auch vor kurzem in Gambia, also sie sind nicht nur Marokko-Projekte, sondern überall, wo Hilfe gebraucht wird. Und das könnt ihr unterstützen. Momentan werden auch ganz viele Ramadan-Pakete gemacht. Das könnt ihr alles auf der Tuisa-Stiftung-Seite sehen. Unten findet ihr die ganzen Verbindungen, also Bankverbindungen, PayPal, dass ihr, falls ihr spenden möchtet, gerade im Ramadan ist eine gute Sache. Und als Verwendungszweck Waisenkinder, Waisenhort beziehungsweise eingeben. Und dann könnt ihr auch direkt diese Kinder, die ihr hier im Video seht, unterstützen. Wie gesagt, die machen da schon sehr viel. Warme Mahlzeiten, Unterricht wird da gemacht und Freizeitaktivitäten. Aber Ziel ist es, ein wirklich richtiges Waisenhaus zu bauen und die Kinder von der Straße zu holen. Und das ist eine gute Sache. Wie gesagt, unten in der Box, ich will nicht zu lange reden, ab ins Video. Wir schalten rüber zu Abdeslamad. Hallo und herzlich willkommen bei... Mensch, was essen Sie heute? Hallo Deutschland, ich hoffe, es geht euch gut. Heute, ich habe Verstärkung mitgebracht. Es sind herzreißende Geschichten, die leider sehr traurig sind, vor allem die Kinder hier. Jeder hat seine eigene Geschichte. Und vor allem hier, vor allem den armen Junge, wie heißt du, Smith? Adam. Adam, die arme, die Mutter ist vorgestern leider verstorben. Und vor allem auch sind sehr viele, jeder, der hat eine andere Geschichte, die wirklich herzreizend sind. Und ich möchte heute mit den Kindern ein bisschen was kochen und versuchen, ein bisschen Freude für die Kinder zu bereiten. Die werden mit mir natürlich kochen. Und so, wie gesagt, die Menschen hier, die arme Kinder und vor allem die Frauen, die brauchen wirklich brauchen Unterstützung. Ihr könnt das möglich machen, wenn ihr mitwirkt, mithelft. Und bitte helfen Sie mit. Und, aber erstmal, wir starten alle in der Küche, die ganzen Kinder. Heute gibt es einen Burger und gibt es Pizza. Und ich hoffe, es wird ein richtig ein schöner Abend für alle arme Kinder hier. Und dass die alle viel Spaß haben. Die fingen an, oft halt zu singen. Es ist Gänsehaut einfach. Ne? Und wie gesagt, jetzt wir gehen alle nach oben. Ja, und wir fotografieren, wir filmen alles. So, bis gleich. Bis gleich. Guck das mal an. Das ist auch natürlich Marokko. Ne? Die Katzen und Hunde gehören natürlich auch im Haushalt. Und natürlich auch in der Küche. Aber mashallah, guck mal. Was für Ruhe. Hier gibt's Ruhe, hier gibt's keinen Brief und gibt's keinen Stress. Ja, guck das mal an. Mashallah. Aber die lasse ich auf jeden Fall hier. Den Kollegen sagt er, nee, wir machen den raus, damit du Platz hast. Ich sag, nein, der bleibt. Wesh. So, der bleibt auf jeden Fall hier. Vielleicht kann er mir helfen, nicht wahr? So, und hier sind diese lieben Kinder. Mashallah. Ist mir dir lieb. Yasin. Yasmin. Yasmin. Huda. Yasmin Huda. Yasmin. Jules Yasmin. Wesila. Ruya. So, komm her. Wir haben keine Zeit, meine Damen und Herren.
machen wir Burger. Musst du natürlich auch ein bisschen Burger. Es gibt's für alle reichlich da. Wir haben reichlich eingekauft, ne? Burger, Pizza, Fritten, aber alles frisch, alles vom Feinsten. Guck mal, wie du hier siehst. So, jetzt auf den Grill. واش فرحتوا ولا ما فرحتوش؟ إلا لحقتي تقولوا على هنا شكرا جزيلا من غادي يطلع السي عبد الصمد ولا الإخوة اللي كانوا هنا كاملين خصنا نقدموا لهم باسم جمعية تويزا واحد الشكر جزيل وكبير من أعماق القلب ديالنا القلوب ديالنا صافي؟ وفين كيتجلى هذا هو الإحترام ديالكم مين غيوقفوا هنا خصكم تحترموا أنا عليكم في الختام باش يزول لكم واحد النظرة مزيانة أوكي؟ وبالنيابة عن الأطفال كنشكروا السي عبد الصمد على هذا المجهود واللي بذلوا بزاف باش تنشطوا وباش تاكلوا وباش تفرحوا كنشكروه بزاف بزاف والأكلة والتغذية كانت طيبة وكانت جميلة عجبت لجميع الأطفال وحنا كنشكروك وكان يدوك بزاف بزاف بارك شكرا الله جزيلا من أعماق القلب ديالنا تحية بارك الله فيك إذا قولوا كاملين شكرا السي عبد الصمد
قبل ما 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 غادي نجي شي 3 ايام ولا سيمانه قبل فين خدام في المانيا قلت للدراري اللي خدامين معايا واصحابو والناس اللي كيجيو تما قلت راه غادي نمشي ان شاء الله غادي نمشي للمغرب وغادي نطبخ شي الدراري ديال الجمعيه وبغيت غادي نطبخ ليهم ولكن بغيت لكم كل واحد غاي وبغيت نجمعهم واحد المقدار ديال الفلوس باش نفرحهم قلت لهم غنشري شي حاجه ليهم ولا شي حاجه العربيه اللي راك عارف ما كنعرفش مزيان معليش المهم هاك سقوا لي على العربيه وجمعت من هذوك الناس من الصحاب اكثر اتراك واحد التحيه لغاتين من دوزلدورف موينا جمعت 250 اورو اللي جمعت ولكن كان يمكن راه تقريبا شي 60 ريال هنا 50 تقريبا 50 46 حتى 50 المهم انا زدت 50 اورو زياده باش نوصل وقلت بلا ما نشريهم شي حاجه نشريوهم من راسهم ونفرق ورا صرفتهم كل واحد 5000 ماشي حاجه قليله ولكن الدراري الصغار راه كنعرف نسبه كبيره الدراري ملي كنت انا صغير تبارك الله عطاوك شي واحد غير شي حاجه صغيره وكيبغيك تمشي تشري انت شي حاجه غير من كيف نفرح ونحاول ونتمنى ان شاء الله ان الدراري يفرحوا يلا وغادي نبداو من يلا Das war ein Tag heute. Unglaublich schön. Es war richtig schön. Es ist Gänsehaut. Wenn ich könnte jeden mitnehmen nach Deutschland und alle mit mir wohnen. Und geht leider nicht, aber Sie können das schaffen, indem Sie inshallah die Twizer unterstützen, damit diese armen Kinder, armen Frauen ein Haus, ein Deckel über den Kopf zu haben, bzw. ein Haus zu bauen. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war eine neue Folge von Wesh! Von Wesh. Yalla, assalamu alaikum. Und wir sehen uns inshallah in Deutschland.